Guten Tag, heute möchte ich Ihnen von einer Veranstaltung berichten, die ich letzten Donnerstag und Freitag besucht habe. Eine Veranstaltung von einem unserer langjährigen Kunden, dem Ingenieurbüro Berthold Becker aus Bad Neuenahr. Die haben das zusammen mit der Firma MTS veranstaltet. Das Thema der Veranstaltung war BIM im Tiefbau, Deutschlands erste Leistungsschau auf einer Musterbaustelle. Ich möchte Ihnen unbedingt von dieser Veranstaltung berichten, weil die Erkenntnisse, die ich hier gewonnen habe, dazu geführt haben, dass einige Schalter in mir bezüglich BIM umgelegt worden sind. Als Tiefbauingenieur und CAD-Händler befasse ich mich natürlich schon seit einiger Zeit mit dem Thema BIM. Bei all den Schulungen, Vorträgen, Messen, die ich zu diesem Thema besucht habe, hatte ich leichte Zweifel, ob man denn diese BIM-Methodik auch im Tiefbau anwenden kann. Mir ist aufgefallen, dass ich mich habe von den hochtrabenden Präsentationen im Hochbauumfeld habe beeinflussen lassen. Ich habe hier bei Berthold Becker den Ausdruck Hollywood-BIM kennengelernt und ganz sicher im Tiefbau brauchen wir kein Hollywood-BIM. Wenn man sich mit einem neuen Thema befasst, dazu Schulungen besucht, Bücher liest und so weiter, dann kommt man zu Kernaussagen. Ich finde diese Kernaussagen, weil es ja einen Extrakt darstellt, besonders wichtig. Einige dieser Kernaussagen aus dieser Veranstaltung möchte ich ganz gerne hier mit Ihnen teilen. Wir machen BIM, um unseren Beruf für die junge Generation attraktiver zu machen, war zum Beispiel eine der Aussagen. Oder BIM ist für uns ein gemeinsamer digitaler Schreibtisch, an dem der Auftraggeber, der Planer und das Bauunternehmen von vornherein an einem Projekt zusammenarbeiten. Wir im Tiefbau müssen es uns in der Bauabrechnung vereinfachen und verbessern. Wir müssen modellbasiert abrechnen können. Jedes Projekt ist für uns ein BIM-Projekt und wir versuchen, einzelne Elemente aus der BIM-Methodik einzubauen. Unser großes Ziel ist es, bis spätestens Ende nächsten Jahres BIM-Projekte komplett und zwar inklusive der Kostentrennung digital abrechnen zu können. Eine weitere Aussage war, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten, nur Mut, einen BIM-Basiskurs besuchen, damit man das Vokabular lernt und dann mit einem kleinen Projekt anfangen. Ich werde versuchen, Herrn Markus Becker zu einem unserer nächsten CAD-Cafés einzuladen, damit Sie dann aus erster Hand erfahren, warum ein Tiefbauingenieurbüro auf die BIM-Methodik setzt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.